Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster im Karrieremodus. Ich habe das Ziel, Leute, diesen Park abzuschließen. Uns fehlt dafür nämlich nicht mehr viel. Wir müssen noch eine Parkbewertung von 600 erreichen. Das kriegen wir, denke ich, hin. Und das Darlehen zurückzahlen. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich Geld machen. Wir können zum Beispiel ein bisschen Eintritt nehmen. Dann haben wir da schon mal mehr Einnahmen. Ich sollte wohl Conny Express nehmen. Das ist nicht weit von hier. Ja, das ist nämlich auch perfekt, dass er direkt am Eingang ist. Und der geht auf jeden Fall gut. Ich glaube, da können wir auch noch mehr nehmen. Probieren wir es mal mit 5. Station 2 nehmen wir natürlich dann auch 5. Obwohl hier nicht so viele Leute fahren. Kommt aber, denke ich, noch. Was nehmen wir eigentlich hier für diese Rapid River? Vielleicht komme ich später zu Rolling River zurück. Die scheint sehr teuer zu sehr, sehr voll zu sein. 12 Dollar, da können wir doch bestimmt auch mehr nehmen. Müssen wir mal beobachten. Da ist nämlich die Warte. Oh Gott, das ist gar nicht so eine lange Warteschlange, ne? Das ist natürlich belastend. Aber die Leute zahlen. Natürlich blöd mit so einer kurzen Warteschlange. Können wir das ändern? Mit Sicherheit. Pass auf. Weg. Warteschlange. Was? Das Gelände ist zu. Was? Ich doch veräppeln hier. Diese Warteschlangenentwurf wäre ungültig. Warum wäre der ungültig? Haben die hier irgendwas eingebaut, dass man das nicht machen kann? Das wäre ärgerlich. Ich dachte jetzt, das wäre die Lösung. Die Warteschlange zu verlängern. Das ist doch blöd. Na gut. Müssen wir halt mit der kurzen Warteschlange leben. Ist das leider so. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt mehr Geld für. Das hier kommt auch sehr gut an. Ist so viel billiger und nur ein paar Schritte weit weg. Okay. Da können wir theoretisch noch mehr nehmen. Probieren wir es mit 7. Hier hinten wo. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Dann müssen wir hier vielleicht einstellen. Das müssen wir pro Station machen, ne? Station 2. Auf jeden Fall volle Besetzung. Wir warten aber höchstens eine Minute. Mindestens 30 Sekunden. Station nicht blockieren, genau. Das machen wir hier jetzt auch.
Punkte voll machen. 30. Ich hoffe, das reicht. 60. Und Station nicht blockieren. Okay. Gucken, ob das jetzt so klappt. Wenn die dann beide auf einen, ne, aufeinander hängen, ist das ja eher unschön. Aha. Gut, der belädt jetzt. Der müsste jetzt eigentlich längst wieder losfahren. Oder warten die jetzt echt? Oder wartet der jetzt echt auf voll? Ja, der fährt jetzt los. Sehr gut. Okay, sind fast alle reingekommen. Der fährt los, bevor der ankommt. Das ist doch schon mal sehr schön. Das ist gut. So, Karussell ist wirklich preiswert. Da können wir auch noch mehr Geld nehmen. Nehmen wir hier 6 Dollar. Wie sieht's hiermit aus? So lange warte ich nicht. Das ist was anderes. Okay. Aber die Schlange ist auch echt voll. Vielleicht können wir... Das kostet wir, ne? Jetzt forschen. Auf jeden Fall, das können wir mal erforschen. Oh, da gehen die Lichter wieder an. Sehr schön. Die da sitzen, ne? Nach links und rechts rausguckend. Ich würde aber gerne hier, ihr habt doch bestimmt auch Bewertungen, ne? Ja. Der Faktor trägt zum Prestige des Fahrgeschäfts bei. Ja, ja. Da möchte ich. Ne, brauche ich das ja. Da möchte ich jetzt dran bauen. Station 1. Auf dem Raster bauen. Zumindest hier dieses Stationsding ein bisschen verschönern. Das muss ja nicht so hässlich aussehen. Ne? Ja. Aber die auf die Seiten. Natürlich auch super, dass wir jetzt wieder hier mitten im Dunkeln anfangen zu bauen. Schlau. Wirklich. Schlau. Steuerung. Mach doch bitte heute ein bisschen mit. Danke. So. Hat das schon mal ein vernünftigeres Fundament? Ich höre ihn. Ich höre ihn anrauschen. Hallo. Hallo, Zug. So. Machen wir da so ein bisschen, dass man rauskommt. Kann, dass man von außen sieht, ob da gerade ein Zug steht oder nicht. Um sich zu entscheiden, ob man da jetzt noch schnell reinrennt. So.
Können wir dann eigentlich vielleicht hier so in die Mitte noch einen großen? Sowas in die Mitte und an den Rand schließen wir das hier aber ab. So. Jetzt müssen wir dann natürlich noch absichern, dass uns die Leute da nicht durchplumpsen. So. Das hat doch was. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier oben noch dicht machen. Vielleicht hier mit sowas ganz Flachem. Oh ne, das war falsch. Aber den können wir ja drehen, das ist ja kein Problem. Kommt da schon der nächste direkt? Das ist natürlich sehr schön. Einen kleinen Bahnhof. Ist nicht der schönste, aber er ist da. Wunderschön. So, unser Geld. Jo, 2000. Na, ob wir das wirklich diese Folge hier schaffen, ist die große Frage. Hier oben. Versuchen das zu benutzen. Das auch. Diebstähle 3. Also fällt mir ein, ich wollte ja Arbeitsbereiche schaffen, ne? Parkverwaltung. Personal. Arbeitsplan. So, dazu zählt das. 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 Oh, ja, warte. Das hier ist der Eingangsbereich. Eingang. Und dann machen wir noch einen zweiten. Hierfür. Das ist, ein Anwesen. Das Anwesen. Gut. Wieso ist da jetzt nur ein Fahrgeschäft? Naja, gut. Mitarbeiter. Oh, ihr habt eine hohe Auslastung, ne? Du bleibst im Dingens, du bleibst da drin, du bleibst da drin, das ist klar. Du arbeitest im Eingang. Du arbeitest im Eingang. Du arbeitest im Eingang. So, stellen wir noch einen zweiten Sicherheitsmenschen ein. Für hier hinten. Du arbeitest, kann ich dir das hier sagen? Ja, im Anwesenbereich. Du auch? So, und dann brauchen wir noch einen Mechaniker. Du arbeitest auch hier. So. Sehr schön, haben wir das. Jetzt lasst uns mal ein paar Diebe suchen. Ich habe alles wieder, was man mir gestohlen hat. Alles klar. Wahnsinn, ich habe alles wieder, was man mir... Ist doch schön. So, das lese ich gern. Es sind so viele Leute, ne? Oh,
Pony Express ist irrsinnig teuer. Okay, jetzt ist es zu teuer. Ist so viel billiger, nur ein paar. Also hier nicht. Vielleicht Station 2. So viel. Nee, Station 2 auch nicht. Ich meine, die Warteschlangen sind jetzt nicht die hübschesten, aber sorgt mich gerade eher wenig. Da haben wir noch eine Einzelperson. Nein. Nein. Ich suche sie gerne, unsere kleinen langen Finger. Nein, ihr wollt den Herrn mit dem Luftballon haben. Dankeschön. Der ganze Müll ist ja widerlich. Wo? Wo ist hier Müll? Und Sachen sind kaputt. Das hier unten ist alles schön. Na, es fahren aber echt nicht mehr so viele, ne? Naja, gut. Was sagt denn hier? Sind immer noch 21.000. Die Forschung ist fast durch. Hier ist alles fein. So, jetzt würde ich gucken, dass wir hier oben aber auch noch Nahrung, Getränke und sowas anbringen. Was gibt's denn hier? Machen wir hier ein paar Churros. Warte, das machen wir hier in die Station 2 mit rein. Churros. Seid ihr da? So, weil ich jetzt noch nicht auf das Grid gebaut habe. Ne? Oh, Spiel. Achso, nee, habe ich noch gar nicht. Jetzt aber, oder? Jetzt haben wir das Raster. Sehr schön. Machen wir da Churros. Und zu trinken machen wir hier eine Milchshake. Ja. Oh, es schwebt. Ach, heute ist nicht mein Tag. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nein. Nein, das wollte ich auch. Weißt du nicht, warum? Ja, weil ihr leicht im Boden seid, ne? So. Jetzt aber. Meine Güte. Jetzt brauchen wir aber definitiv hier in der Ecke auch Mülleimer und so. So, ja, da haben wir ja auch einen. Das ist, da haben wir ja schon ein paar. Aber den Weg, da hatten wir auch schon einen. Den Weg hier weiter rein. Ich sehe so wenig, ne? Ist so viel Gemüse. So.
So. Wo da? Da ist die Station. Eieieiei, voll überlaufen hier. Können wir hier noch Bänke hinstellen, dass die Leute sich hinsetzen können. Ganz schön faule Menschen. So. Ansonsten fahrt bitte mit der Bahn. Gut. Aber dann haben wir unser Ziel jetzt ja nicht wirklich erreicht. Das Darlehen zurückzahlen. Oh, forschungsfertig. Das Darlehen zurückzahlen ist echt heftig. Sind jetzt noch 21.000. Wir können auch nicht sagen, gut, wir möchten jetzt schon zwei zurückzahlen. Das ist halt nicht machbar. Wir könnten hier den Preis erhöhen. Kostet uns natürlich monatlichen Profit, aber geht dann vielleicht schneller. Was sagt unser Marketing? Noch 7 Tage ungefähr. Ja, kriegen wir schon alles hin, aber halt leider doch nicht in dieser Folge. Müssen wir noch eine Folge länger fahren, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem. Fühlt man aber trotzdem sehr gut. Ja. Okay, dann bedanke ich mich aber fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüsselü.